Guck mal, was ich gefunden habe. Das ist er. Tada! Probier sie gleich aus. Ja. Los, Gordon, kurbel schon. Ja. Das ist anstrengend. Okay, gehen wir zum Bahndepot, bevor die Zitadelle hochgeht. Aber hallo, nix für weg hier. Nicht unerwartete Auswirkungen. So, Hallöchen Popöchen, zu einer weiteren Folge Episode 1. Wir haben ja in der vorherigen Folge ziemlich abgelost zum Schluss. Es wird hier auch ziemlich haarig. Da kommt ein Combine, Zombein und sonstiges Gezappel nach dem anderen. Und es ist verdammt dunkel, die Taschenlampe ist ständig leer. Und der Drecksaufzug, der kommt einfach nicht. Ja, deswegen werden wir es jetzt mal nochmal probieren und mal gucken, ob wir es dieses Mal hinbekommen, dass wir hier nicht ständig zerstört werden. Gut. Dann mal los. Läuft. Weg da. Oh nein. Ja. Wir müssen noch mehr von den Viechern anzünden. Wo kommen die denn alle her? Das ist Blei. Ah. Oh nein, schon wieder gestorben. Das ist ein Durcheinander hier. Oh, das war jetzt nichts. Leuchte mal auf das Ding. Leuchte mal auf das Ding so. Hier ist was auf mir! Ja! Feuer! Hallo! Vielleicht der verdammte Aufzug! Oha! Wieso dauert das so lange? Kuckuck! Ich seh dich nicht. Jetzt hier raus. Oh. Das war knapp. Jetzt bin ich ein bisschen im Eimer. Oh. Junge, Junge, Junge. Ich hoffe, es ist draußen noch hell. Oha. Hui, das ging jetzt heftig zur Sache, mein lieber Mann. Ha, da zittert einem ja die Hand.
Ja, lade Daten. Die Daten laden. Ein Glück, es ist noch Tag. Verschwinden wir. Oh ja, nichts für weg hier. Oh, bitte nicht. Verdammt, es ist zugesperrt. Ich fasse es nicht. Naja, also daran wird es jetzt nicht scheitern. Hey, ihr da oben! Hallo! Hallo! Könnt ihr uns rauslassen? Hallo! Was ist das denn da? Sie können uns wohl nicht hören. Na, alles ist gut, solange wir nicht wieder da dahin zurück müssen. Mal gucken, was da drin ist. Hat's hier irgendwas? Ein Rad, aha. Guck mal, was ich gefunden habe. Tada! Ja. Los, Gordon, kurbel schon. Ja. Das ist anstrengend. Okay, gehen wir zum Bahndepot, bevor die Zitadelle hochgeht. Aber hallo, nichts für weg hier. Unerwartete Auswirkungen, die wir jedoch nicht vorzeitig zu Schnauze voll von dieser Dunkelheit. Oh nein! Die Strider haben hier ja gnadenlos gewütet. Oha. Daher gehe ich derzeit davon aus, dass alle Combine-Portale ausgefahren sind. Und jetzt? Wie auch die entsprechenden Kommunikationen. Ich habe mich nie so gefreut, Dr. Kleiner zu sehen. Das heißt, keine Verbindung zur Combine-Heimat. Auf der Erde stationierte Combine-Truppen sind nun isoliert. Mhm. Gestrandet. Die Zitadelle sieht auch nicht mehr so ganz frisch aus. Jedoch vermutlich nur vorübergehend so bleiben. Wie wir einst leider feststellten, genügte schon der relativ kleine Spalt in Black Mesa. Ja. Das hören wir uns jetzt nicht alles an. Jetzt gucken wir erstmal weiter, wo es hier so lang geht. Die vollständig außerirdischen Spezies besitzen. Ja, da geht's nicht hoch. Auf der Erde, die sicher alles tun werden, um die gestörte Verbindung wiederherzustellen und mehr Truppen heranzuführen. Und dennoch gibt es nun mehr Grund zur Hoffnung als im ganzen zurückliegenden Jahrzehnt. Wir haben im Geheimen einige technische Forschungen. Er plappert die ganze Zeit hier. Wir ziehen des Weiteren eine neue Generation. Au. Merk mir den Dingern, die tun weh. Hinter dir! Oh, was? Na, Hilfe! Wo denn? Junge, Junge! Ich habe keine Munition. Das musst du jetzt nicht übernehmen. Ja. Mein kaputt. Wenn sie uns wieder entdecken. Munition, Munition! Gut, geht's weiter? Los. Ich es hasse ohne Munition. So. Jetzt könnten wir da entweder so ein Seilchen hochklettern oder... geschieht was sehr merkwürdiges. Okay. Wenn das so soll. Das sind Überlebende.
ich verstehe schon. Ich kann besser ziehen, wenn du sie umstehst, Ruhe. Ich versuche sie mal zuzumachen. Okay, ihr müsst mir helfen. Geh mal weg da. Na, geh doch mal weg da. Gemacht. Die Höhlen sind zu. So. Und jetzt habe ich wieder keine Munition mehr. Die rennt tapfer davon. Schön. So. Gut. Wohin denn jetzt? Ausbruchstatus ist Code Agent. Ich glaube, die haben sich gerade selber gesprengt. Gucken wir mal rein. Hallo? Jemand da? Denk dir was aus, ich sehe die Straße. Denk dir was aus, sagt sie. Hier ist schön warm. Könnte man gerade ein Würstchen grillen. Ah, ja. Ah, ein bisschen Munition. Sehr schön. Denk dir was aus. Was haben wir denn hier? Kann man da was machen? Nein. Hier unten irgendwas? Nein. Hier. Aha. Jetzt geht hier das große Gepuzzle los, oder wie? Moment mal. Oh nein, Munition verschwendet. Gut, dann probieren wir es anders. Nein. Ah ja. Das ist hier ein Bauspiel. Na, geh doch runter da. So. Stuhl noch. So. Reicht das schon? Ja, das könnte reichen. So. Drehen wir erstmal hier das Feuer ab. So, kommst du? Ah, nach oben. Ich gehe natürlich sehr gern mit dir nach oben. Was fliegt denn hier rum? Oh. Das Verdeck ist offen. Du legst dich wieder hin.
Nein. Aus. Schon wieder. Los, Mine, schnapp sie dir. Warte, ich hol sie. Hier. So, jetzt haben wir einen Freund. Upsa. Das holt ihr jetzt nicht. Was zum... Oha. Achtung, da zielt was rein. Ja, schwierig. Vielleicht geht's da runter. Ja, das könnte sein. Alex, geh weg! So. Und ob's da unten reingeht, das erfahrt ihr wie immer in der nächsten Folge. Ja, dann sehen wir, wie es weitergeht. Wir sind endlich raus aus dem verdammten Parkhaus mit seiner verdammten zombie-reichen Population. Die Zombie-Population in den Parkhäusern ist dermaßen schlimm heutzutage. Aber jetzt sind wir ja zum Glück raus und jetzt ist das Ganze dann doch schon deutlich angenehmer. Denn ich mag es insgesamt nicht so in der Dunkelheit zu spielen. So, ja. Und wie es weitergeht, das erfahrt ihr dann, wie gesagt, in der nächsten Folge. Und in diesem Sinne, time to play!